Ich begrüße Sie zur Rohstoffmarktübersicht. William Adams aus den Fast Markets wird mir heute verraten, was die Zukunft für die Goldpreise vorbereitet hat. An der COMEX ist der Goldpreis mit Lieferung im Februar am vergangenen Dienstag um 1,43% gestiegen. Die nachfolgende FED-Ankündigung hat die Preise aber wieder um 1,03% nach unten gedrückt. Einige Analysten behaupten, dass das Gold hier etwas an Boden gewinnen wird. Können Sie dem zustimmen? Generell kann ich dieser Aussage zustimmen. Meine Logik sagt mir aber, dass die Preise noch weiter nach unten gehen müssten. Ein höherer US-Leitzins wird den US-Dollar stärken, was wiederum die Goldpreise abwerten müsste. Wenn man sich aber das Bild seit Juli 2014 genauer ansieht, wird man erkennen, dass der US-Dollar seither seine Positionen bereits gut gestärkt hat. Damals lag der US-Dollar-Index bei rund 80, heute liegt er über 100. Während dieser Zeit ist der Goldpreis von rund 13.350 auf 1.050 abgestiegen. Ich würde sagen, dass ein größerer Leitzins in den Goldpreisen und auch im US-Dollar-Wert bereits mit eingerechnet ist. Mit der ersten US-Leitzinserhöhung ist auch der Greenback gestiegen. Während der nachfolgenden Pressekonferenz hat Frau Yellen weitere Leitzinserhöhungen angekündigt. Wie stark werden weitere FED-Erhöhungen und ein starker US-Dollar den Edelmetallmarkt beeinflussen? Dieser Prozess wird graduell und sehr langsam verlaufen. Aus diesem Grund nehme ich an, dass die erste und auch die zweite Leitzinserhöhung bereits im US-Dollar-Wert mit eingerechnet ist. Darüber hinausgehende FED-Erhöhungen könnten die Goldpreise aber durchaus negativ beeinflussen. Bis dahin müssten sich aber auch andere Faktoren verändert haben. Die globale Nachfrage sinkt. Wie sieht Ihre langfristige Prognose für den Edelmetallmarkt aus? In der nahen Zukunft werden die Edelmetallpreise etwas sinken. Etwas später müssten sich die bullischen Faktoren verstärken. Globale Zentralbanken kaufen Gold ein. Die russische Zentralbank hat dessen Goldankaufumfang stark vergrößert. China ist ein weiterer stetischer Goldkäufer. In diesem Jahr hat sich die Nachfrage nach Edelmetall aber stark verringert. In China wurde ein großer Teil des Investorengeldes ursprünglich im Aktienmarkt untergebracht. Die nachfolgende Preiskorrektur hat diese Tatsache erschüttert. Mit den sinkenden Ölpreisen sind auch die Investitionen in Asien abwärts gerutscht. Die chinesische und indische Nachfrage müsste sich aber vergrößern, was die Preise wiederum etwas stabilisieren wird. Mit einem langfristig steigenden US-Leitzins wird sich der Markt über den Schuldenberg langsam aber sicher Sorgen machen, der während der letzten 7 Jahre aufgekommen ist, was wiederum die geopolitischen Risiken erhöhen müsste und den Status quo des Goldes als eine sichere Hafenwährung unterstützen wird. Die Ölpreise könnten noch weiter absteigen. Eines Tages wird dieser Abstieg aber auch ein Ende finden. Der Rebound wird nicht lange auf sich warten lassen und die Inflationsprognosen und auch die Goldpreise unterstützen. I think also longer term, you know, with the interest rates rising, the market might start to get more worried about all the debt that's built up over the past 7 years and how the market's going to handle that. So that might increase sort of geopolitical concerns as well and lead to some sort of safe haven buying. And I think also with oil prices really low at the moment, they might fall further, but I don't think they can stay down here for any length of time. And once you start to see a rebound in oil prices, then I think that could start to see a pickup in inflationary expectations, which again should support gold. William, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Douglas Corporate TV Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet.